Guten Morgen und herzlich willkommen zum Wahltag. Heute ist ja der offizielle Tag der Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, eure Kreuzchen zu machen, dann könnt ihr ja eigentlich auch gleich trotzdem noch eine gute Tat tun und auch für mich wählen, beziehungsweise für mich und mein Schätzelein. Ich habe jetzt schon mehrere Aufrufe gestartet, die auch immer sehr erfolgreich waren. Dafür ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön. Wer jetzt noch nicht Bescheid weiß, ich hänge ein Video an, beziehungsweise mache den Link in die Infobox zu dem, worum es eigentlich geht. Kurz angerissen, ihr habt noch 3 Tage, quasi bis zum 30.09. für mich und meinen Hasen zu voten. Und zwar sucht Batida die Coco das schönste Kussfoto. Ist ganz einfach, ihr geht auf den Link, lasst euch weiterleiten und klickt dann unten unter meinem Bild Sabrina und Tobias auf die 10 Punkte, bitte, 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 bitte. Wir liegen im Moment, wenn ich jetzt mich recht erinnere, bei 5,60 und der Höchstplatzierte, das waren sind glaube ich 2 mit 7 Punkten und die anderen mit, ach so, um die 5,7 oder irgendwie sowas. Also es wäre echt super, super toll, wenn ihr mich bzw. uns dann noch ein bisschen unterstützen würdet, dass wir da auf jeden Fall unter den ersten 10 sind. Weil nur die ersten 10 haben die Chance auf die Reise nach Brasilien. Alles andere und ganz genau erklärt gibt es, wie gesagt, in dem Video, wo ich nochmal alles ganz genau erkläre, was es auch zu gewinnen gibt für die, die für uns voten, bzw. Was dahinter steckt und so weiter. Es ist keine Werbung, es ist kein vollgespammt und man kriegt danach keine Post und irgendwelche komischen E-Mails oder so. Ich bitte euch einfach nur, uns zu unterstützen, weil wir wollen ja unbedingt hin bzw. unbedingt gewinnen. Ja, des Weiteren wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ihr habt jetzt noch Zeit, wie gesagt, bis zum 30. Ihr dürft den Link zum Voting-Bild ganz, ganz, ganz super gerne weiterschicken. An Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte und so weiter. 3 Tage habt ihr noch Zeit. Und war eine lange Nacht. So. Könnt ihr den Link total gerne weiterschicken und uns dann noch unterstützen. Es wird nach dem 30. nochmal eine kleine Review geben bezüglich der ganzen Aktion und so weiter. Und ich danke schon mal jedem, und es waren wirklich enorm viele. Es waren ungefähr 400 Klicks von euch. Und es ist ein Wahnsinn. Und dadurch, dass ich durch YouTube so viele von euch erreiche, bin ich natürlich extrem froh, dass ihr mich da auch unterstützt. Demnächst, also es ist im Moment zeitlich ein bisschen, ja, Post, es ist zurzeit ein bisschen stressig bei mir. Das heißt, die nächsten Tutorials werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und dann werde ich auch gucken, dass ich das mit der Kameraeinstellung nochmal hinkriege, weil auch jetzt sind die Farben natürlich sehr, also ich sehe auch sehr blass aus. Ich bin eigentlich ein bisschen, nicht farbiger, aber ein bisschen nicht ganz so weiß, dass ich mich da nochmal hinterklemme. Ich habe es jetzt noch nicht geändert. Ja, so viel zum Thema Wahl. Wer heute wählen geht, viel Erfolg. Ja. Und wer jetzt für das Foto voten will, der klickt bitte einmal in die Infobox, wo auch immer sie jetzt ist, wegen Spiegelverkehrt und so weiter, lässt sich weiterleiten, drückt auf die 10 Punkte von Batida Di Coco das Fotoshooting und dann wünsche ich euch einen ganz zuckersüßen Sonntag und bis hoffentlich bald demnächst mit einer schönen Kameraeinstellung. Und übrigens, wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, beziehungsweise Ideen für das nächste Schmink- oder Haartutorial, ich habe übrigens meine Haare gerade glatt, ich habe sie gestern offen getragen und aufgrund dessen, ich kriege dann unten immer so eine kleine Pisslöckchen. Egal, was ich da reinschmiere, egal, wie oft ich darüber gehe. Ja, okay, wollte ich euch einfach mal gesagt haben. Wer Tipps und Tricks, Ideen hat, wer gerne mal diverse Schminkaktionen ausgeführt sehen haben möchte, der sollte doch mal eben unten Bescheid sagen, was er gerne hätte. Und dann werde ich euch das, soweit es geht, und zeitnah schminkens teilen und ja. Des Weiteren war jetzt noch eine Anfrage wegen Klamotten. Ja, habt ihr da an Alltagskleidung gedacht, an Partyklamotte, an festliches Gedöns? Da müsst ihr mir bitte nochmal, Mann, Bescheid sagen, was genau ihr da haben möchtet. Ich war in letzter Zeit einfach mal öfter shoppen. Und ich denke mal, da kann man schon jetzt... Ich habe nämlich gerade eine Lila-Phase. Also wer gerne Klamottenkombination mit Lila
Bärenfarben und dunkel rosa, pink, lila haben möchte, der möge sich doch melden. Und dann basteln wir uns da was Schönes zurecht. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schnuckeligen Sonntag, schon zum zweiten oder dritten Mal jetzt. Und wir hören und sehen uns. Bis dann. Tschüss.